Hallo und alle Helden da draußen, mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Sandra und ich präsentiere heute den Klotz. Ich nenne es liebevoll Klotz. Es ist eigentlich der Teil der Lampen-Challenge, der von mir stammt. Denn ich bin nämlich Intellent und damit, ich bin Brain und das ist Pinky. Auf jeden Fall habe ich jede Menge versucht, Gehirnschmalz in diese wunderschöne Lampe zu stecken. Und ich finde sie echt gelungen. Bam. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Du sollst mich loben, wie toll ich war. Das hast du gut gemacht. Na toll. Nein, ich muss sagen, ich finde die schwer. Aber ich muss sie ja auch hochhalten, nicht? Genau. Die Intelligenten, die muss ich halten, ja? Aber ich finde die Lampe super, weil sie diese Leuchtmittel sehr gut integriert. Und ich muss sagen, auch den Fuß finde ich, der ist echt gut geworden. Sehr massiv und wirkt ja sehr stimmig zur Lampe. Deswegen muss Sebastian das auch halten, weil es ist wirklich echt schwer. Ich glaube, es wiegt 10 Kilo oder 15 oder so. Und ja, was ich übrigens sagen muss, ich muss dich loben. Echt? Warum? Das war das erste Mal, dass du mit Beton gearbeitet hast. Genau, mein erster Versuch mit Beton. Ich wollte es ja schon bei der letzten Lampe ausprobieren. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Und? Jetzt habe ich einen Faden verloren, das verwirrt mich. Nein, ich bin begeistert und jetzt zeige ich euch mal, wie ich dieses wunderschöne Leuchtmittel gebaut habe. Wie spät ist das eigentlich? Ich bin mir dann mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Aber Hinweis, bevor wir jetzt richtig loslegen und ich euch zeige, wie ich meine Lampe gebaut habe, der Hinweis natürlich, alle benutzten Materialien findet ihr unten in der Videobeschreibung. Erster Schritt zu meiner Lampe, ganz klar, wir brauchen eine Schalung. Diese Schalung bauen wir aus glattem MDF. Also ich habe versucht, ein möglichst glattes Material zu finden, weil ich auf jeden Fall Angst habe, dass diese Struktur, die das Holz dann hat, in dem Beton ist. Das wollen wir natürlich nicht. Und für die Rundung, da brauche ich auch etwas. Und zwar nehmen wir da dieses Kunststoffrohr. Und ich glaube, das war ein 75er Durchmesser. Beste Kiste. Schaut mal, meine Art von Feenstaub. Kennt ihr noch den Spruch? Nageln macht süchtig? Wir werden gleich Spaß haben.
doch glatt schon mein erstes Zwischenergebnis. Ich muss sagen, ich bin selbst positiv überrascht. Ich hatte schon wirklich Angst, dass das Ganze nichts wird. Es hätte ja zum Beispiel passieren können, dass hier diese beiden Ausbuchtungen nicht mittig sind oder verrutschen oder Beton reinläuft. Aber wie ich finde, ist das Ergebnis schon wirklich gut geworden. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, was ich noch mal ein bisschen nachbearbeiten möchte, ist diese Rückseite. Weil sie ist nicht schlecht geworden, passt aber optisch nicht ganz zum Rest und deswegen schleife ich sie jetzt auch noch einmal an. Mit der Standbohrmaschine wird es, glaube ich, viel einfacher gehen. Sieht gut aus, oder? Hier kommt es nämlich gar nicht so genau auf Perfektion an. Ihr fragt euch sicher schon, was für ein Quatsch ich mir hier zusammenbaue. Stellt euch Folgendes vor. Das ist unsere untere Platte. Die habe ich ausgefräst. Hat übrigens richtig Spaß gemacht. Ich mache sowas einfach zu selten. Dann kommt unsere mittlere Platte. So, ja. Wie ihr seht, entsteht ein wunderschöner, doch gut großer Bauraum. Zum Schluss kommt der Deckel, wenn man so will. Wartet. So, so, so. Ja. Und jetzt haben wir nämlich genügend Platz, um genau diese Lampenfassung da reinzubauen und genügend Platz für Kabel. Wobei Kabel ein gutes Stichwort ist. Verkabelung zeige ich euch wieder nur im Ansatz. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie so etwas funktioniert, fragt den Elektriker eures Vertrauens. Gefunden und ich habe zum Glück meine Lampe so konzipiert, dass ich definitiv wieder den Winkelschleifer benutzen kann. So, jetzt muss ich beichten oder die Hosen runterlassen. Nein, beichten. Und zwar, normalerweise würde ich meine drei Schichten jetzt ganz normal einfach nur zusammenleihen. Aber mir läuft ein bisschen die Zeit davon, denn ich gestehe, ich habe zu lange mit der Katze gekuschelt. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen faul und werde es einfach zusammenschrauben. Fürs Endergebnis wird es nicht wichtig sein, man wird es nämlich nicht sehen. Und wieder hat der gute alte Makita super Dienste geleistet. Ich habe übrigens 120er Schleifpapier benutzt und, falls ich es noch nicht gesagt habe, das Holz, das ich benutze, ist natürlich Eiche.
wunderschönes Teil. Oder mir gefällt sie. Was sagst du? Naja. Die Wahrheit. Ich finde sie super. Die Lampe stellen wir auf jeden Fall ins Lesezimmer. Da gehört das Ding ja, hin. Weil wir nämlich auch in dem Holz, in dieser Eiche, einen wunderschönen Beistelltisch haben. Genau. Das passt super. Hier oben verlinken wir euch mal. Ich habe gerade die Hand frei. Das war die andere Seite. Ach, ist doch egal. Auf jeden Fall verlinken wir euch das mal, weil das ist nämlich echt gut geworden, dass der Beistelltisch mit dem Zahnarzt sind. Ja. Und keiner von euch hat das geguckt. Also bitte gucken. Das ist mega. Wer hat schon in eine Zahnrad, was in Eicher eingelassen ist? Okay, zurück zum Thema. Ja, Werbung. Lampen-Challenge. Ich weiß ja nicht, also das ist eine Lampe. Ja. Intelligenzdetektor, der ist ja total schön, aber es ist vielleicht nicht unbedingt eine Lampe. Du hast gesagt, ich muss dieses Leuchtmittel verwenden. Ich muss noch mal gucken, ob du gesagt hast, ich soll eine Lampe bauen. Hast du gesagt? Ich glaube nicht, dass ich... Ich habe immer gesagt, Lampen-Challenge. Challenge, leuchtet Schein auch. Mein Detektor leuchtet. Alles gut. Jetzt seid ihr dran. Wie gefällt euch diese Lampe? Am besten einfach mal unter dem Video kommentieren. Und mich würde auch interessieren, wie findet ihr den Materialmix? Mögt ihr das mit Beton? Mögt ihr das in Kombination mit der schönen Eiche? Ich find's geil. Bitte mal eure Kommentare und viel Spaß beim Nachbauen und werde der Held in deiner Werkstatt. Musik